Wenn man sich die besten jungen Jazztalente des Landes in Sachsen-Anhalt vorstellt, man nimmt die alle zusammen, packt die in eine Big Band und das ist dann das Jugendjazzorchester Sachsen-Anhalt. Seit 20 Jahren leitet Professor Ansgar Striepens die Band, musikalisch gesehen. Er ist Professor in Essen und wir haben das Glück, dass er diese Band gewissermaßen mit aufgebaut hat und die Band jetzt mittlerweile auf sehr, sehr hohem Niveau musizieren kann. Wir haben zwei Arbeitsphasen im Jahr, zwei Hauptarbeitsphasen im Jahr, in denen wir innerhalb von 6-7 Tagen ein Repertoire erarbeiten und dann natürlich Konzerte folgen lassen, weil es natürlich super ist, wenn wir ein Ziel haben und die Musik, die wir erarbeiten, auf die Bühne bringen können. Bei der Arbeitsphase geht es auch darum, natürlich, dass die jugendlichen Musiker verschiedene Stile kennenlernen, dass sie überhaupt die Sprache des Jazz, das Ensemble spielen, auch das Solo spielen, dass sie es trainieren und lernen können. Was auch toll ist, ich habe immer ein tolles Team von Kollegen dabei, gerade die ersten drei Tage. Es gibt Dozenten, die hier schon eben halt genauso lange dabei sind, wie ich hier dabei bin. Und wir haben ein fantastisches Verhältnis. Natürlich kennen wir uns jetzt schon so lange und wir vertrauen uns blind. Also es ist ein ständiges Beobachten und Austauschen und Interagieren. Das ist, und es macht sehr viel Spaß, weil es wirklich hervorragende Musiker sind und hervorragende Menschen. Wir versuchen hier in dem Jugendjazzorchester ein Repertoire zu erarbeiten, das sowohl die Big Band-Tradition abdeckt. Das heißt natürlich, wir haben im Programm Stücke von klassischen, wichtigen Big Band-Komponisten, Arrangeuren wie Duke Ellington, Stücke aus der Count Basie Big Band, Thad Jones. Ich bin ein großer Fan von Bill Holman, deswegen haben wir da was im Programm. Es gibt auch Namen, die nicht ganz so bekannt sind, aber von denen ich ein großer Fan bin, wie Bob Florence. Da haben wir eine Menge Stücke gespielt, schon Bob Minzer natürlich. Und gleichzeitig haben wir aber auch viele Stücke im Programm, die sehr eigenständig sind, weil sie speziell für diese Band geschrieben wurden, weil sie eben halt einen Bezug haben zu Sachsen-Anhalt. Ich war bei Making Jazz. Das ist ja der Workshop, über den man hier quasi sich bewerben kann. Da wurden quasi die neuen Leute schon für die Big Band jetzt gecastet. Darüber bin ich dann in Ansgars Combo gekommen und Ansgar hat dann gesagt, ey, komm hierher. Bei uns gibt es im Gegensatz zu anderen Bundesländern kein klassisches Auswahlverfahren mit einem Vorspiel oder so. Wir haben dafür einen Workshop, Make in Jazz, und in dem Workshop kann man sozusagen mal die Dozenten, den Leiter kennenlernen und wir können die jungen Leute damit auch so über die Jahre ein bisschen mit ranziehen und am Ende ist der Weg eben vielleicht ins Jugendjazzorchester damit geebnet. Ein wichtiger Aspekt, der mir auch sehr viel Spaß macht an der Band, ist, dass die Mitglieder ein unfassbar große soziale Kompetenz haben. Das heißt, es ist immer für mich wahnsinnig erstaunlich zu sehen, wie die fortgeschrittenen Mitglieder, die schon etwas länger in der Band sind und sich schon toll entwickelt haben, die neuen Musiker in die Band aufnehmen. Und das habe ich das Gefühl, dass das auch in außergewöhnlich großem Maße hier passiert, wie ich es wirklich auch selten erlebe. Und das finde ich auch ganz toll. Am Ende haben die jungen Musiker eine Menge gelernt, aber auch eine Menge Spaß gehabt und wir können das dann auch der Öffentlichkeit vermitteln, indem wir dann eben halt tolle Konzerte haben.